Hallo aus den gruselischen Werken. Ich bin in letzter Zeit nicht viel online und man hört wenig von mir. Das liegt daran, dass ich nonstop in der Werkstatt verbringe mit dem Bau dieser schönen Kutsche hier. Das ist jetzt nur ein Testaufbau mit einem Testfahrwerk und leider hat diese schöne Turbine hier, die eigentlich sehr gut funktioniert, aber doch nicht genug Kraft, die ganze Kutsche anzutreiben. Darum wird die jetzt als Ventilatorantrieb für das Feuer zum Anfeuern eingesetzt. Also kommt quasi woanders zum Einsatz in der Kutsche. Und für den Antrieb bin ich jetzt von meiner selbstgebauten Turbine dann notgedrungen umgestiegen und habe mal kurzerhand aus einer Giftspritze, deren Tank ja eigentlich der Kessel mittlerweile ist, diese Giftspritze hat eigentlich noch eine Pumpe. Und diese Pumpe habe ich umfunktioniert und habe mit zwei Ventilen, die ich mir im Sanitärbereich im Baumarkt gekauft habe und einem ja, mehr oder weniger selber gebauten Schwungrad und so weiter, habe ich mir jetzt eine klassische Kolbendampfmaschine auf gruselische Art gebaut und jetzt ist es 12:30 Uhr nachts. Ich habe noch 1,5 Wochen, bis das Projekt fertig sein soll. Ihr seht jetzt eine kurze Funktionsdemonstration mit meiner eigenen Druckluft, die leider etwas spärlich ist, aber da seht ihr dann gleich, wie das Ganze funktioniert und in wenigen Tagen gibt es dann Testlauf mit der neuen Dampfmaschine und ich bin sehr zuversichtlich, dass die weitaus mehr Kraft bringt und auch dabei weniger Dampf verbraucht und dann mein Traum endlich Wahrheit wird und dann diese wunderschöne Dampfkutsche Smoking Lila die gewählten Gäste dann durch den Park kutschieren werden können wird oder so ähnlich. Ich bringe jetzt nochmal den ganzen Druck, den ich auf der Lunge habe, auf. Das ist nur ein Viertelsbar ungefähr, ich habe es mal gemessen. Reicht aber, um zu zeigen, dass die Maschine laufen will und dass das Prinzip so funktioniert und bald unter Dampf seinen Test hoffentlich bestehen wird. Also. Mein Dampfkessel, der kann das besser. Ich sehe schon Sternchen. Soweit für heute. Ich bleib dran. Es gibt noch einiges zu tun. Aber Volldampf voraus. Und dann werden auch die schwierigsten Projekte Realität. Bis zum nächsten Mal.